Ja, heute haben wir ein Dhamma, aber eine Dhamma-Diskussion, ein Dhamma-Forum. Ich habe einfach gedacht, es ist besser, dass wir mit Fragen heute Stunde verbringen und Fragen und Antworten. Ich habe dann einige Male Dhamma erklärt und habe wenige Fragen bekommen. Und deshalb möchte ich dann heute diese Stunde mit Fragen. Wenn ihr Fragen habt, dass ich könnte das Fragen stellen, dann wir können einfach dann auch dann über Dhamma sprechen. Fragen sind auch den Dhamma, mit Dhamma verbunden. Heute ein Thema haben wir auch. Das ist dann, wie der Buddha über die Menschen gesprochen hat. Und das ist auch sehr wichtiges Thema. Wir können dann dieses Thema eine sehr gute Erklärung finden in Anguttara Nikaya, viertes Buch. Und da gibt es Valahaka Sutta, Valahaka Vagga. Da gibt erklärte Buddha, wie die Menschen ihre Charakter oder ihre Dhamma praktizieren. Und so ist dann, das könnt ihr auch dann, darüber kann ich auch kurz reden, aber erst möchte ich dann fragen, ob ihr in den Fragen habt. Wer ist heute dabei? Muss ich da schauen erst. Ja. Fragen sollte ich schon, das ist dann sehr wichtig. Wenn wir nur hören und dann überhaupt nicht fragen, dann ist das nicht gut. Es ist natürlich gut, wenn wir über Dhamma sprechen und überhaupt nicht fragen, aber es ist viel besser, dass wir die Klarheit kriegen. Es ist nicht nur, ist ein bestimmtes Thema, ihr habt sicher sehr viele Praxis, auch sehr viele Dhamma-Erkenntnis. Und wir haben sehr viel Dhamma gelesen und Dhamma gehört. Und manchmal haben wir eigentlich auch die Unklarheiten oder wir können diese Dinge nicht richtig verstehen oder wir haben das nicht richtig verstanden. Und wir haben nicht nur nicht richtig verstanden, wir haben falsch verstanden. Das ist auch richtig. Es gibt zwei Erklärungen, ich sage nicht, ich habe nicht richtig verstanden. Es ist ein bisschen mild. Wenn ich falsch verstanden habe, dann ist das sehr, 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 sehr schädlich. Nicht richtig verstehen, das kann man immer korrigieren. Aber wenn ich falsch verstanden habe, die Korrektur ist sehr schwer. Und deshalb ist das immer, es ist Dhamma, über Dhamma soll man schon reden. Es gibt dann, Buddha erklärt, eine Stelle sagt der Buddha, es ist sehr wichtig, dass die Menschen, wenn sie praktizieren, einige Dinge auf dann die Acht geben. Erst ist eigentlich, sie sollen richtige Dhamma finden. Es ist nicht so einfach, wenn wir mit vielen Erfahrungen leben oder wenn die kulturelle her sehr viele Leute haben, dass Erfahrungen mit Dhamma, dann können wir wirklich dann sehr gute Lehrer und richtige Lehrer schnell finden. Wenn wir aber alleine mit Dhamma hier leben und wir haben keine äußere Unterstützungen und dann wir sind Wirklichkeit hilflos, manche Situationen. Wir wollen so gerne Dhamma lernen.
Dharma praktizieren und wir tun auch das, aber wir haben keine große Unterstützung. Und die Bücher, die wir lesen, ist auch sehr wertvoll. Es gibt Bücher wirklich wie diese großen Mönche wie Jnana Tilokha, Jnana Ponika, und die haben schon sehr gut geschrieben. Aber der Inhalt ist vielleicht manchmal ist das schwer zu verstehen, weil sie diese Bücher vor vielen, vielen Jahren geschrieben haben. Und sie haben die Bücher geschrieben. Damals die Situation der Welt war ganz anders. Und die Fragen oder Probleme oder Schwierigkeiten, Unklarheiten des Menschen waren auch anders. Aber jetzt ist der Laufe der Zeit, die Welt ist anders geworden. Und wie Sie beschrieben haben, diese Dinge können wir nicht richtig so wirklich verstehen. Oder es ist nicht große Unterstützung. Natürlich die Bücher, wie ich sehe, die sind Jnana Tilokha, Jnana Ponika, sie sind eigentlich Akalika. Akalika heißt zeitlos. Was sie geschrieben haben, das ist das bis 500, 600 Jahre, ihre Beschreibungen sind eigentlich, das ist 500 Jahre, 600 Jahre gilt eigentlich, gelten das ist. Deshalb, aber trotzdem glaube ich, dass sie da, das ist manchmal kann dann nicht so große Unterstützung kriegen. Und deshalb, ich sagte, wo der richtige Lehrer finden, es ist nicht so einfach. Und zweite ist eigentlich, einen Kalyanamitta finden, ist auch sehr, sehr schwer. Besonders hier in diesem Kontinent ist es nicht so einfach, eine gute oder eine Kalyanamitta, edle Freunde finden. Wir finden nicht so schnell die edle Freunde. Wir finden Freunde, aber sind sie nicht edle. Und die sind nicht noble Eigenschaften haben sie nicht. Und was haben sie nicht der noble? Weil noble Eigenschaft entsteht nur, wenn ein Freund für mich Zeit und Raum, Zeit, dass ich Zeit geben kann und Raum schenken kann. Das ist eine noble Freunde. Und viele Leute haben aber heutige Zeit ist eigentlich wenig Zeit. Und auch dann, der Raum ist dann eng. Unser eigener Raum ist eng, auch die Räume von außen, die anderen Menschen, auch eng. Und deshalb, wir können nicht so schnell echte Freunde finden. Sagt der Buddha, Dhamma richtig zu verstehen, da soll man auch dann edle Freunde haben. Edle Freunde, ja. Es ist dann, wir sollen uns bemühen. Aber es ist nicht so einfach. Edle Freunde finden wir auch nicht so schnell. Und der richtige Lehrer haben wir nicht. Wenn wir das gefunden haben, dann sind wir allein. Alleine mit Dhamma sein ist auch eine wunderbare Sache. Aber wenn die Unklarheit entsteht, dann ist das sehr schwer. Möchte ich so gerne weitergehen. Ich habe eine richtige Lehre, möchte so gerne weitergehen, aber ich habe so eine Unklarheit, niemand kann mir helfen. Das ist eigentlich sehr, 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 sehr leidvoll ist das. Und so deshalb ist dann, wenn wir irgendeine Möglichkeit finden, da sollen wir immer das über unsere Dhamma-Unklarheiten des Sohnes sprechen. Und vorher sage ich, das ist das heutige Thema, ganz kurz erkläre ich das und habe ich gesagt, die Anguttara Nikaya, viertes Buch und dann da gibt es Valahaka Vagga. Valahaka ist Wolken, das Wort Valahaka ist Wolken. Der Buddha vergleicht die Menschen mit Wolken. Es ist sehr schön, dass der Buddha immer mit der Natur die Menschen vergleicht. Er findet immer die Eigenschaften in der Natur, die menschlichen Eigenschaften. Und da sagt der Buddha, in Valahaka Sutta sagt der Buddha, es ist dann, über die Menschen redet er. Und er sagt, es gibt vierartiges Regnen. Regnen. Also mit dem Donner, ja. Bitte? Und das ist das so,
das sagt einfach, es sagt, erst ist das sagt, Gajita ne Vasita. Zweite ist Vasita ne Gajita. Dritte ist ne Vasita ne Gajita. Vierte ist das Gajita Vasita. Und da es gibt diese Lehrrede, die Valahakavagga, da vergleicht der Buddha so einer Tontopf, das ist vergleicht, der Krüger, ja. Und dann ist auch mit den Früchten und so verschiedene, da gibt es einige. Und das könnt ihr lesen, das ist, ich habe hier auch dieses Buch, aber ihr könnt das selber lesen, das ist auch gut einmal. Und das sagt der Buddha, Vasita Nagajita, es regnet, aber donnert nicht. Es regnet, aber donnert nicht. Und das war gestern hier. Gestern habe ich das erste Mal in meiner Österreichs Aufenthalt so stark donnert eigentlich, Blitz und donnert. Ja. Dann habe ich gedacht, das ist das, der Corona hat das in Donnert und Blitzen eingeladen. Das habe ich noch nie gesehen, so starke Regnen, das kann sehen, das kann ich auch verstehen, das ist der Wind, das so frei bewegen jetzt auf der Himmel, ja. Das Raum, das ist freie Bewegung gibt es jetzt. Ja. Früher haben die dann Blockaden gehabt, das Gift und alle möglichen Dinge, die können nicht frei bewegen. Jetzt ist frei beweglich, das ist dann sie spielen, das ist sehr schön, ja. Das ist das, zwei Strömungen, der Wind kommen zusammen und dann die spielen dann das wie Tiere und das alles, dann sie machen dann Licht und dann sie machen auch einen Lärm. Alle Mögliche haben die Natur gemacht gestern. Und dann ist nicht so viel geregnet, aber das Donnert und Blitz war so ordentlich. Das habe ich mich in Sri Lanka erinnert, ja. Weil Sri Lanka donnert immer, das ist so stark und auch der Blitz, ja, und auch sehr gefährlich. Und erst ist das, es regnet, aber donnert nicht. Zweite ist, es donnert und regnet nicht. Und das weder regnet noch donnert. Und dann nächste andere ist, sowohl regnet als auch donnert. Das ist, dass sie das sagt, das sieht man auch, dass es manchmal so stark blitzt und dann geblitzt und donnert und dann die Bauern freuen sich sehr, oh, lange nicht geregnet, jetzt regnet. Aber dann ist das große Enttäuschung, ist nur Blitz und dann das auch dann donnert, aber nicht geregnet. Und dann sagt der Buddha, es gibt auch Menschen. Sehr viel reden, aber nicht, dass sie das danach leben. Ja, donnert und dann regnen das Zusammenhängen. Ja, das ist so, die Menschen sind so viele donnert, regnet nicht. Das sage ich erstens. Die reden sehr viel, aber sie üben nicht. Sie können sehr gut reden. Aber sie praktizieren nicht. Und sie wissen sehr viel, wenn sie sagen, diese Lehrrede und diese und jenes und alles wissen. Aber die Praxis ist null. Und dann sagt er, solche Menschen gibt es. Und dann gibt es einen, es regnet aber donnert nicht. Sie praktizieren sehr viel, aber sie haben nicht so viel gelernt. Nicht so viel gelernt. Und da gibt es eine Geschichte, ihr könnt das lesen, das ist eine sehr schöne Geschichte, gibt es in Dhammapada Attakatha. Dhammapada ist Kommentar. Attakatha, Pali heißt Attakatha, heißt Kommentar. Und da gibt es eine Chakupala-Geschichte. Chakupala heißt ein Mönch, der blind geworden ist. Das ist erklärt dann, ist Chakupala. Und der würdige Chakupala, er heißt eigentlich Pala, das Name ist Pala, aber später, er ist ein das ältere Mensch, ist ein Mönch geworden.
Und wenn dann ein junger Mensch, wie wir das wirklich dann in Ordnung kommen, dann ist die erste unsere Aufgabe ist viel lernen. Und ich bin mit 10 Jahren ist angefangen ins Kloster, in den Novizen 10 Jahre. Und da ist 10 Jahre bis heute, das ist das Lernen. Lernen, 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 lernen. Wir haben sehr viel gelernt. Und das war eigentlich nicht nur das Lernen, wir sollten auch einige Dinge auch dann ist üben, aber das ist Lernen war mehr. Und weil die jungen Leute, junger, können gut lernen. Und dann ist der Chakupala, ist das ältere Herr, ich kam zum Buddha und sagte, ich möchte Mönch werden. Sagt er, gut, das kannst du. Und dann ist er Mönch geworden und dann hat er. Es gibt zwei Dura. Dura heißt zwei Übungsmethoden, erklärt der Buddha. Erst ist Ghanta Dura, zweite ist der Vipassana Dura. Ghanta Dura ist eigentlich das von der Lernen die geistige Entwicklung kriegen. Das heißt, der lernt sehr viel und von der Lernen können sie dann viele Dinge begreifen und dann auch das sehr gut. Das Konzentration kriegen. Und Ghanta Dura heißt das. Und damals haben zum Beispiel ehrwürdiger Ananda war der beste Ghanta Dura-Mönch. Und deshalb könnte er dann später in der ersten Konzil gesamte Lehre ist dann noch einmal wiederholen. Weil er alles so gut gelernt hat. Ehrwürdiger Ananda. Und Kumara Kassyapa. Kumara Kassyapa hat so gut alles gelernt. Kumara Kassapa bis in Payasi Sutta, gibt eine Payasi Sutta und er erklärt, er ist eine Diskussion, eigentlich eine Payasi war so eine Hetu, der war das so wie materialistisch, das heißt, das Materie ist für ihn nicht stimmt. Alles andere war das Lüge. Er hat gesagt, ja, die Wiedergeburt ist eine Lüge. Erleuchtung ist Lüge, das ist alles, ist viel gesprochen. Und Payasi kam aber zu Kumara Kassyapa. Eine wunderschöne Diskussion, ob der Wiedergeburt gibt oder nicht gibt. Payasi Sutta, könnt ihr lesen einmal, das ist sehr schön. Aber der Kumara Kassyapa und dann war so gut alles erklärt. Ganz genau. Buddha hat auch manchmal dreimal Sadhu, Sadhu, Sadhu gesagt, als der Kumara Kassyapa alles erklärt hat. Kumara Kassyapa ist auch eine sehr schöne Geschichte, ist das. Kumara Kassyapa war ein Sohn von der Nonne. Ist Nonne ist in den Nonnenkloster in schwanger geworden. Und war große Diskussion. So eine große Diskussion. Aber Wirklichkeit, sie ist eigentlich, sie hat das jetzt ein Empfängnis gehabt, bevor sie der Nonne geworden ist. Und dann ist das Laufe der Zeit, ist das ein Kind auf die Welt gekommen. Buddha hat gesagt, ist okay, sie ist nicht schuldig. Sie war früher das in der Schwanger, das ist nicht eine Nonne geworden. Ja. Und dann ist das Kumara Kassyapa ist eigentlich dann, ist später das dann, die Mönche haben das alles, der Visakha und alle, sie geholfen, sehr viel geholfen. Und dann gibt es auch eine Geschichte, das ist das einige Jahre später, sie hat das, die Nonne, sie kann nicht das Kind haben, das geht nicht. Aber sie hat dann gesehen, jedes Mal, wenn sie gesehen hat, sagen sie, ihre Brust ist nass geworden. Das ist so Milch rausgekommen. Weil der Sohn ist das, ja. Und das so diese Geschichte gibt es. Aber Kumara Kassyapa war so mit Mönchen aufgewachsen. Da muss man einmal denken, ein Mönch, mit Mönchen, so wie Sariputta, wie das Moggallana, und unterdessen war, gespielt mit ihnen, gelernt alles, da muss man sehen, was für ein Wissen hatte das, ja. Und dann Kumara Kassyapa, Chitravadaka. Chitravadaka heißt, es gibt einen Mönchen, der 80 Mönche haben, die sind die Position bekommen, ja. Der Ananda hat das so gut erinnern können. Und der Kumara Kassyapa Chitravadaka. Chitravadaka heißt wunderschön, das reden kann.
Das war der Kumarakasha. Und das ist dann, das sagt er, dass wenn wir Rezitation machen, wir rezitieren selber Kumara Kassapo Name Mahesi Chitravadako Somayang Madaninicham Patithasi Gunakaro. Wir laden, sagt er, ich will etwas rezitieren, etwas erklären. Ehrwürdiger Kassapa, Kumara Kassapa, jetzt kannst du meine Zunge dafür rühren. Ja? Kumara Kassapo Name Chitravadako, du hast damals so schön erklärt. Deine Kraft soll meine Zunge jetzt berühren. Ja? Kumarakasapo nama Mahesi Chitra Somayang Madane Nityam Patithasi Gunakaro. Deine Eigenschaften soll diese Stunde bei mir sein. Die Menschen rezitieren immer. Wenn sie etwas sagen sollen und rezitieren sollen, das ist der Kumarakasapo. Ja? Und das hat der Buddha auch, das sind Buddha empfohlen. Sagte, o Mönche, wenn ihr etwas reden wollt, ihr sollt dann an Kumarakasapa denken. Ja? Und dann kriegt er dann Kraft. Und so einfach dann dieser Kumarakasapa, das kleine Kind, das viel gelernt. Ananda ist auch junger Mönch gekommen, viel gelernt. Sariputta war eigentlich das ungefähr auch dann so 20 und so. Das war der 20-jährige Sariputta, aber er heißt Upatissa, Holy Upatissa. Upatissa, das ist er, sie haben alles gemacht, was sie machen sollen, junge Leute. Am letzten Tag waren sie in der Diskothek. Das war Diskothek, dann alles, die ganze Nacht waren sie in der Diskothek. Getanzt, getrunken, alle möglichen Dinge. In der Früh haben sie gedacht, beide haben gesagt, ach, genug jetzt. So viele unnötige Dinge gemacht jetzt. Wir sollen jetzt etwas Gutes suchen. Giraja Samadja heißt diese damals, die Diskothek heißt Giraja Samadja. Und dann ist das der Upatissa, der Kolia, beide haben gesagt, du sollst diesen Weg gehen, ich gehe diesen Weg. Wenn du irgendjemanden triffst, der gute Lehrer, du sollst mir sagen. Und dann ist er ganz kurz gegangen, dann hat er dann einen Mönch getroffen, namens Asaji. War sehr, 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 der sagt, Indrietu Sangmaru, das ist das seit Sinneszügelung, hat er so viel gehabt, sein, wie er gegangen ist, sein Gehen, sein Blick, seine Glieder, alles war unglaublich so sehr, sehr diszipliniert. Und das fasziniert dieser junge Mann, so angeschaut. Und dann, das ist dann zu ihm gegangen und hat gesagt, wer bist du? Und gesagt, ich bin ein Mönch. Wer ist dein Lehrer? Mein Lehrer ist der Buddha. Was erklärt der Buddha? Und dann sagt, jedam ma hetu pabava tesang hetu tathagato aha. Was der Erhabene sagt, nur eines. Jedam ma hetu pabava, alle Dinge, aus den Bedingungen entsteht, das heißt Ursache und Wirkung Geschichte erklärt. Und Tesang Hetu Tathagatoha, wie die Dinge entstehen, das Ursache hat der Buddha erklärt. Und Tesang Nirodho, das ist der Auflösen dieser Ursachen. Und das hat er haben erklärt. Und dann hat er wieder Fragen gestellt, gesagt, nein, ich weiß nicht so viel. Der Erhabene lebt nicht so weit von hier. Geh dorthin, rede mit ihm. Und dann der junge Mann, 20-jähriger, dann ist das beide getroffen wieder. Und Koli und Upatissa. So gesagt, ja, du, wir haben etwas. Jetzt sollen wir dann den Buddha besuchen. Die ist gegangen. Ganz ferne hat der Buddha den Koli Upatissa gesehen. Ganz weit, wenn der dieser Jetaheim. Und dann sagt er, oh Mönche, da kommen zwei junge Leute, sie werden meine rechts und links stehende Schüler. Das war Sariputta und Moggallana. Und sie haben sehr viel gelernt. Der Sariputta konnte so gut alles erklären. Das heißt, alles, das ist dann detailliert. Zum Beispiel Satya Vibhanga Sutta. Das könnt ihr lesen. Satya Vibhanga Sutta ist, das hat der Jnana Tiloka Mahathira, das Wort Buddha, das geschrieben.
Das ist alles Satya Vibhanga Sutta. Satya Vibhanga heißt, die Wahrheit detailliert erklärt. Dass wenn der Buddha einen Wort gesagt hat, Jati, dann der Sariputta hat hinten, daneben sitzen, hat er gesagt, Jati. Was heißt Jati? Und ganz genau erklärt er. Jati und dann Jara, was heißt Jara? Marana, was ist Marana? Und sagt alles. Satya Vibhanga Sutta heißt das. Ihr könnt das auch sehr schön lernen. Und dann ist das, so ist das junge Mensch, der Chakupala war alt. Er konnte nicht lernen. Und dann sagt der andere Mensch, ich bin alt, ich kann nicht dann alles lernen. Und deshalb werde ich nur die Vipassana-Übung machen. Vipassana-Übung machen. Dann hat er dann diese Vipassana-Übung gemacht und dann ist das eigentlich der Mönch. Vipassana-Übung war so eine strenge Übung. Und er hat gesagt, ich werde nicht bis zur Nibbana erreichen, nicht schlafen. Das war das seine Sache. Augen nicht. Er hat gesagt, nicht schlafen, Augen nicht schließen. So einfach, so geübt, einige Jahre später angefangen, die Tränen zu trainieren. Und dann ist das weiterhin nicht aufgegeben. Am Ende, diesen Tag, den gleichen Tag hat er seine Sehen verloren, gleichzeitig die Erleuchtung erlangt. Das sind beide gleichzeitig. Beide gleichzeitig. Normales Sehen verloren, ein richtiges Reden hat der Sehen hat er bekommen. Und so ist eigentlich dann das ist der Lernen und das ist das sehr wichtige ist eigentlich, dass wenn wir Dhamma lernen und so ist eigentlich dann Personen, viele lernen und die nicht üben. Es gibt auch die moderne Zeit eigentlich. Früher haben die Menschen, dass sie Lernen und Praxis war eins. Heute ist nichts. Heute ist eigentlich, dass die moderne Welt, sie lernen, aber das hat mit dem Leben hat nichts zu verbinden. Das ist keine Verbindung. Und was die Menschen gelernt haben, das ist nur zu getrennt, was sie gelernt haben. Der Buddha hat eine sehr schöne Eigenschaft, heißt Vidya Charana, Wissen und Wandel. Das ist sehr schöne Eigenschaft des Menschen. Was der Mann weiß, das soll auch mein Leben sein. Mit Dhamma, nicht andere Dinge, mit Dhamma meine ich. Dhamma, wenn ich weiß, der Dhamma ist das, das ist mein Leben. Ja, es ist nicht, ich meine, wir sind keine Erleuchtete, Erwachte, aber wir sollen uns bemühen. Und dann sagt der Buddha so, erste Gruppe ist eigentlich, sehr viel redet, aber übt nicht. Es donnert, aber regnet nicht. Manche regnet es, aber donnert nicht. Das ist, sie haben viel gelernt, das ist nicht, aber sie reden nicht. Und andere ist, ne gajita, ne vasita. Weder regnet noch donnert. Es gibt auch Menschen, so Menschen. Das ist da, sie haben überhaupt keine Ahnung, was das Leben ist. Ja, und sie praktizieren auch nicht. Die sind so orientierungslos, hilflose Menschen. Aber Mehrheit ist diese. Mehrheit ist eigentlich diese, die dritte Gruppe. Es regnet nicht, donnert auch nicht. Ja? Und, aber es ist, das ist so wie eigentlich wie in dem Wasser in der Luft. Es ist so bewegt sich. Es gibt, wir leben, die Menschen leben so. Einfach so leben. Ja? Das ist, wenn du schnell weht, dann ist er schnell auch. Wenn der wenig ist, wenig. Wenn der Boden ist, Boden. Boden, wenn der nicht mehr weht, dass sie Boden lassen. Wenn da ein bisschen noch ist, das kommt raus wieder. Irgendwo, wenn der Baum ist, hängen bleiben. Ja, wenn da wieder Wind kommt, dann ist er wieder gehen. Ein kleines Stück den Baum bleiben. So ist Watte. Ja, das habt ihr gesehen, das ist dann, das sieht man, hier ist nicht sehen, aber in Asien, es gibt Baumwolle-Plantagen. Da sieht man überall, das ist das, daneben ist den Bäumen, ganz kleine Watten hängt das.
Ja, weil das mit dem Wind wehen und dann ein Stück das hängen bleiben und solche Menschen gibt es auch. So, sie haben überhaupt nichts. Ja, so irgendwo im Baum sieht, das klebt ein kleines Stück dort, lassen wieder weiter. Am Ende ist Watte ist verschwunden, gibt es nichts mehr. Das heißt, gestorben ist nichts mehr. Und dann gibt es eine nächste Gruppe, ist eigentlich Gajitaja Vasita. Es regnet, auch das donnert. Das ist das Schönste. Das ist das Schöne. Es ist richtig regnet, aber donnert auch. Blitz und alles. Das heißt, man ist das alles. Musik, Licht, Wasser, alles dabei. Und das ist das sehr schön. Und so ist dann, ist das vierartige Menschen gibt es. Und da gibt es noch weiter und weiter und weiter. Hauptsächlich sagt der Buddha, Dhamma lernen ist nicht üben, üben, aber nicht gut gelernt oder sie reden nicht so viel. Es gibt weder noch, es gibt Menschen, was sie gelernt haben, das üben sie. Und das sind die vierartigen Menschen. Und dann, sehr wichtig ist auch, das gibt, das könnt ihr auch lesen, das sage ich, ihr sollt auch ein bisschen sich beschäftigen und dann euch beschäftigen. Das heißt, der Visuddhimagga. Visuddhimagga hat das in der Naturen erklären, Charakter. Und das, der Buddha sagt, ist sechsartige Charakter gibt es. Das sind Menschen. Erst ist das Raga Charita. Raga Charita. Raga Charita ist das Wort, Raga heißt Begehr. Begehrlichkeit, ja, das ist so gieriger Charakter. Die sind so gierig, überall gierig. Was sie sehen, gierig, diese und gierig. Das sind die Menschen so gierig anschauen. Wenn die Waren sehen, gierig anschauen. Wenn etwas ist, so gierig ist das. Ja, das die Augen hat immer mit Gier verbunden. Sprache mit Gier. Und das alles ist eigentlich das mit der Gier verbunden. Das heißt, begehrlich. Das ist mit dem Begehren verbundene Charakter. Und zweite Charakter ist, das ist dann Dosa. Dosa heißt das Ärger. Unbegründet, das ist überhaupt nichts, ist Ärger. Wenn eine Flieger in die Nase lässt, nachher kommt Ärger. Unnötig, der Flieger hat nicht gewusst, dass ein Mensch da ist und dass es Nase gibt, aber Ärger. Wenn das so kurz kommt und Ärger. Ja, das sind die Menschen, wenn der kommt, der sagt, okay, geh weg. Nein, ja, so, mach. Das ist Ärger. Ärger, so, immer wieder, was das sehen Sie, Ärger. Ja, wenn es regnet, Ärger. Wenn es nicht regnet, Ärger. Ja, wenn es Essen gibt, Ärger. Wenn es Essen nicht gibt, auch Ärger. Wenn du gut anziehen, auch Ärger. Wenn du nicht gut anziehen, auch Ärger. Ist es immer, das ist alles, sieht das ganze Weg sehr. Ja? Und es gibt schon, ich habe nicht so viele Menschen gesehen, so Ärger, aber ich habe schon gehört, das gibt, weil die Familienleben, das ist das, wir, da außen sieht man nicht. Die Familienleben habe ich gehört, schon sehr viel Ärger. Ja? Und nächstes ist eigentlich dann verblendet. Da ist viele. Diese Begehr, Gier und Ärger, das sind die Charakter dieser Menschenarten, gibt es schon, aber Mehrheit sind die verblendet. Da sind wir. Verblendet. Verblendung heißt, das Wort heißt, ist eigentlich, dass genauso wie eine Taschenlampe, gleich eine starke Taschenlampe die Augen das einmal wird. Ja? Und dann ist das sieht man nicht. Ja? Das ist die Verblendung. Verblendung. Und verblendet, der Mensch ist nicht ein dummer Mensch. Er weiß nicht, wie er damit richtig umgehen kann. Verblendet. Verwirrt. Verwirrung ist das. Und das heißt, das Wort gibt
In Pali-Sprache Jata. Jata heißt dickig. Dickig, das ist so, es kann nicht das so wie ein, der Indien, diese Mann, sie haben diese Turmbahn, ja, das ist so alles gewickelt, alles. So ist das Menschen, verwirrt. Und sie wissen vielleicht auch, sie haben viel Wissen, dass sie wissen nicht wohin, ja. Das ist wie eine Katze mit einem die Faden spielen. Ja, das ist alles zusammen, alles. Der Mensch ist auch so ganz mal. Und dann ist das Verblendung. Und dann kommt auch ein Charakter, ist Vertrauens. Vertrauenscharakter. Sehr viele Vertrauen. Sehr viele Vertrauen. Und dann, es gibt Menschen, viele Vertrauen, ja. Vertrauen ist es immer, und Vertrauen so stark ist, dass so, wenn jemand so, der Buddha irgendwo wir nehmen an, es gibt schon hier, meine Sri Lankan haben immer mit mir das Problem, sie sagen immer, ja hier, das ist ein Geschäft, also überall ist das Buddha auf dem Boden, ja. Großes Vertrauen, das ist, die haben Ärger. Es ist das, ich habe gesagt, wo ist der Buddha eben? Da, das ist das, ich habe gesagt, warum betrachtet ihr dieser als Buddha? Warum? Das ist eine, nein, das ist genau Buddha. Ich habe gesagt, dann ist aber Buddha ist, für euch ist diese kleine, diese die Statue, das ist nicht. Das ist nicht der Buddha. Aber das ist sehr viel Vertrauen. Vertrauen, das ist das. Das ist das, ich habe diese Geschichte einmal erklärt. Eine hat mit mir sehr lange gesprochen. Das war eigentlich sehr viel Vertrauen gehabt, dieser Mensch. Auch unglaubliches Vertrauen, ja. Und das war hier in Wien in einer Checkshop. Das war eine Stelle, das ein Schaufenster und verschiedene Waren hängen und dann war der Mitarbeiter. Und er hat das gesehen, er hat das Vertrauen verletzt. Er kam zu mir und gesagt, da, diesen Geschäft gibt es einen Checkshop, das ist das, diese und diese hängen und dann Mitte ist der Buddha. Und ich habe gesagt, ja, ich soll ihm anrufen und sagen, der Buddha wegnehmen. Und ich habe gesagt, ja, ich wollte nicht ihn dann verletzen. Ich habe gesagt, ja, ich versuche. Und ich weiß, dass ich das nicht tue. Ich tue das nicht, das ist, Buddha gehört mir nicht. Buddha ist nicht. Das ist kein mein Besitz, das ist nicht mehr mein Besitz. Und dann ist eigentlich, ich will beisitzen, aber keiner besitzen, ja, ich will nicht. Bei ihm sitzen möchte ich schon gerne, aber besitzen will ich nicht. Ja. Und dann hat er, einige Tage später hat er gesagt, er hat dann heute auch gesehen, bitte. Dann ist er, muss ich dann, in Wirklichkeit, ich muss da, eigentlich dann nicht Lügen, aber eine Samyak-Lüge. Das heißt, das ist eine Samyak-Lüge gibt es. Im Buddhismus nicht, buddhistische Gesellschaft, Samyak. Samyak heißt, es ist eine Lüge, aber es ist, schadet niemandem. Das ist das. Nicht schäbische Lüge. Und er kam, ich habe gesagt, ja, ich habe schon angerufen, mit ihm gesprochen. Und innerlich habe ich gedacht, geistig habe ich mit ihm gesprochen. Ich wollte nicht lügen. Aber geistig habe ich ihm gesprochen. Ich sage, geistig habe ich nicht gesagt laut. Innerlich habe ich geistig gesagt, da habe ich gesagt, mit ihm gesprochen. Aber dieser geistig, dieser Attribut habe ich innen geschluckt. Ja? Ich habe innerlich gesagt, geistig, mit ihm gesprochen, habe ich gesagt. Oh, was hat er gesagt? Ich habe gesagt, ja. Er hat mir gesagt, ja, er hat dann absichtlich den Buddha hingestellt. Ich habe gesagt, wieso? Absichtlich der Buddha. Ich habe gesagt, ja, deshalb, die Leute, die wirklich so mit dem sexuellen Feuer unterbrennt, die kommen zu mir und sie wollen etwas kaufen. Wenn sie Buddha sehen, werden sie Feuer ein bisschen weniger. Deshalb habe ich das gestellt. Und er hat gesagt, wirklich? Ich habe gesagt, ja, dann ist okay. Ich habe gesagt,
dieser sexuelle Feuer zu löschen, die hat der Buddha gestellt. Dann, wenn sie Buddha sehen, dann haben sie diese ein bisschen weniger. Ja? Ich habe so gedacht. Ihm hat geholfen. Sein Vertrauen ist bleibt. Und dann ist, er hat dann wirklich, dass dieser Mann ist das nicht abgelehnt, dann hat er wirklich ihn angenommen. Das ist okay, dann könnte er das machen. So gibt es Vertrauen, blind ist das. Blindes Vertrauen. Ja? Das ist, wir brauchen nicht, dass er blind alles vertraut. Vertrauen, das ist das, blind Vertrauen bedeutet, immer schädliche Dinge passieren. Ja? Und Vertrauen und Mitgefühl sollten nie denn blind sein. Vertrauen auch nicht. Ja. Mitgefühl auch nicht. Wir sollen nicht mitfühlen, immer, dass ich dann, das ist Vertrauen und Mitgefühl soll immer mit Panya, Weisheit verbinden. Das ist wichtig. Mit Weisheit sollte es eigentlich dann Vertrauen und auch das Mitgefühl verbinden. Mitgefühl ohne Weisheit auch gefährlich. Es gibt auch ein Sprichwort in Sri Lanka, sagt, immer mitfühlende Frau ist immer schwanger. Das sagt. Das soll man schon, das sagen, immer nicht mitfühlen. Die sollen auch ihre Grenzen sehen. So geht das aber nicht. Ja? Das muss man schon direkt. Das Mitfühlen ist das Mitgefühl, ist etwas sehr Weibliches. Und deshalb dieses Sprichwort sagt in Sri Lanka. Soll man nicht immer sagen, mitfühlen. Das soll strenger auch zeigen. Aber immer wieder das mit Weisheit verbinden, Mitfühlen, Mitgefühl und Vertrauen mit Weisheit. Das heißt, Saddha und Panya ist immer zusammen. Samadhi und Virya zusammen. Samadhi ist das Stille des Geistes. Das soll immer dann mit der Virya verbinden, sonst wird dann schläfrig. Ja? Das ist der Samadhi. Samadhi mit Virya, Saddha mit Panya, Sati muss immer dann mit sein. Das ist die fünf Balas. Ja? Saddha, Virya, Samadhi und Saddha, Panya. Und so diese fünf ist immer mit bleibt dann Sati. Sati ist das immer mit bleiben und verbindet dies. Ja? Saddha mit Panya. Samadhi mit Virya. Ist mit bleibt dann Sati verbindet, richtig balanciert. Das tut er das eigentlich. Und so ist eigentlich diesen der Balas. Und so der nächste Person ist eigentlich dann der, wie heißt er? Na, Vitakka. Geistig unruhiger Mensch. Immer Vitakka, Vitakka. Vitakka heißt immer nachdenken, immer, das ist das Fragen nicht ununterbrochen, die Fragen stellen. Die Kinder haben der Vitakka Charita, kleine Kinder. Das ist Vitakka Charita, manchmal ist für die Eltern jetzt sehr, sehr schwierig, wenn die Kinder alles anfangen. Manche Dinge wissen die Eltern nicht. Ich war einmal in der U-Bahn. Ich sage, das Vitakka Charita habe ich einmal ein Kind gesehen. In U-Bahn, ich sitze vorne, da war da eine Mutter mit Kind sitzen. Und das Kind hat erst mich angeschaut und dann so schaut immer. Und dann, der fragt, das Kind fragt, Mutter, wer ist da? Und dann hat sie gesagt, sie hat nicht gewusst. Sie hat nicht gewusst, wer sie ist. Und hat irgendetwas gesagt. Aber diese Antwort war nicht genug. Dann hat er noch einmal Frage gestellt. Und dann hat er gesagt, er hat keine Haare. Das ist dann, der Mutter war so, das ist so dann alles. Ja, was hat er? Komische Kleidung an. Und so viele Fragen stellen. Ja? Und dann ist noch weiter. Und dann, die Mutter war wirklich sehr, das ist so, ich habe gespürt, dass sie sich schämt jetzt.
Weil das Kind fragt und sie muss antworten. Dann habe ich wieder gesprochen mit dem Kind. Ich habe gesagt, ich bin ein Mönch. Und dann ist so, dann hat er sein Interesse gezeigt. Ja? Und dann ist so, das ist der Vitakka Charita. Kinder sind sehr Vitakka, sehr, sehr, sehr neugierig. Neugierigkeit ist so ein unruhiger Geist. Diese Kinder haben nicht keine Wirklichkeit, nicht ein negativer Sinn, unruhig, aber positiver. Das heißt, das hat er eigentlich, dieser Kindergeist, hat der Anna Freud hat das sehr schön geschrieben einmal. Ich habe einen Artikel gelesen von ihr. Anna Freud. Freud, der Sigmund Freud, glaube ich, ist Doktor, glaube ich. Ja. Die hat da geschrieben, das hat er gesagt, ein Kind, das immer, was er wirklich nicht greifen möchte, es gibt es nicht. Alles will er das. Ja? Und das ist der Aggression. Ja? Entsteht nicht der negative Sinn, Aggression. Ja? Und sie schreibt sehr schön, wie der Kindergeist wie es funktioniert. Und da sind sehr viele Vitakka, wie Buddhismus sagt, Vitakka-Charita, ja. Ist nicht etwas Negatives. So gibt es dann sechsartige Charakter, der Menschen. Und so eben, wie so die Manke erklärt, warum sie so sind, das ist auch dann, was sie letztes Leben gemacht haben, das gibt auch erklärt. Ja, das könnt ihr lesen, das ist dann, der hat dies und jenes getan, deshalb hat er nach dem Tod hat er dann eine Wiedergeburt dort gehabt. Dieser Karma ist beendet, ein Mensch geworden, aber dieser, was er vor das Leben gemacht hat, das heißt als Mensch, sehr viele Dinge getan, das hat er mit. Das wirkt immer in diesem Leben auch, bis zum Nibbana. Manche Charaktereigenschaften bleiben bis Nibbana. Bis Nibbana. Es gibt schon zum Beispiel, warum der Buddha Wirklichkeit dann 227 Vorschriften, Vinaya-Vorschriften gemeint, das war die Charaktereigenschaften dieser Menschen. Und das ist nicht irgendein Grund. Den Orden gab es Menschen und die haben diese Charaktereigenschaften. Sie könnten das nicht das wirklich wegnehmen. Dann Buddha hat das gesehen, hat gesagt, ihr sollt aber das nicht folgen. Das sollt ihr nicht tun. Und so gibt es dann diese Vorschriften oder diese Mönchsregeln oder Nonnen, das alles ist eigentlich mit diesen Charaktereigenschaften verbunden. Und so ist dann dieser Charakter der Menschen. Und der Buddha, für mich ist eigentlich, der Buddha war der beste Mensch, dass der Menschen das genau durchdringen könnte, das genau anschauen könnte. Und im ersten Blick hat der Buddha erkannt, wer dieser Mensch ist. Er kannte sehr gut die Menschen, er hat eine gute Menschenkenntnis gehabt, Menschen kennen. Ja. Er ist so ein wunderbarer Mensch, der, wenn er das wirklich ein Wort gesprochen hat, hat er gewusst, was er will. Was will er wirklich? Ja. Und dann ist das nicht nur das, wenn er gekommen ist, dann hat er gewusst, er kommt dafür. Deshalb kommt er zu mir. Und deshalb könnte das Purusha Dharma Sarati, das ist eine wunderbare Eigenschaft der Buddha. Er war der beste Menschentrainer. Purusha Dharma Sarati. Und in der Welt gab es nicht so einen Mensch wirklich wie Buddha, die Menschen trainiert hat. Ja? Gab es nicht. Wird auch nicht der Geschichte bis zum nächsten Buddha jemand wieder kommen. Ja? So eine wunderschöne Fähigkeit gehabt, der Buddha sei einfach die Menschen zu trainieren. Immer wieder gibt es Geschichte so in den Lehrreden, wie er Menschen wirklich trainiert hat. Einfach, manche Menschen trainiert er dann schweigen, nicht gesprochen. Das ist so eine Methode verwendet, er ist gar nicht gesprochen. Gekommen, Fragen gestellt, nicht gesprochen. Und das war eigentlich in der Training. Manche hat er gesagt, steh auf, geh weg, nicht hier bleiben. Und wir denken immer, der Buddha war sehr mitfühlend, sehr liebvoll. Er hat gesagt, okay, alle kommen und dann sagt, nein, er hat gesehen, manche Menschen brauchen der Herr. Er hat gesagt, steh auf, geh weg, nicht hier bleiben. Das hat er auch gemacht. Manche Menschen hat der Buddha, ist einmal, das war der letzte zusammen binäre Situation mit Buddha. Und Buddha war mit Mönchen zusammen und das wollte er Vinaya rezitieren.
Und ein Mönch war das, ein unreiner Mönch. Dann der Buddha hat gesagt, ist jemand da, ist unrein, er soll freiwillig rausgehen. Er soll nicht hier bleiben. Und dann, er ist nicht gegangen. Und dann ist das, alle haben angeschaut, dann alle haben gekannt, ein Mönch, das hat so gesagt, du bist nicht rein, ja, dann musst du bitte rausgehen und die Übung machen, reinigen und dann kommen. Er ist nicht weggegangen. Und dann ist diese Geschichte ist eigentlich so, Sariputta und Moggallana sind zu ihm gegangen mit Händen, das sind Zimmer rausgeholt. Er sagt, geh weg, nicht hier bleiben. Sonst die Abend geht weg. Und solche Geschichten gibt es dann, Buddha hat ihm so einen Charakter gesehen, es ist nicht irgendwie, dass dem wehtun, er muss lernen. Manche Sachen ist eigentlich, das braucht der Menschen, die Härte. Buddha hat da manchmal das Härte gezeigt, wie Sati zum Beispiel. Sati war ein Mönch, das ist so, damals falsch erklärt, Bewusstsein, Vinyana. Vinyana hat er gesagt, ist und einmal kriegt das bis zum Tod, nach dem Tod geht auch dieser Vinyana, Sati. Sati heißt dieser Mönch. Und der Buddha hat dann, der Sariputta hat das gehört unterwegs. Er hat dann Dhamma-Vortrag gehört, er hat gehört, dass er das sagt. Und dann ist er kam zum Buddha und hat gesagt, Sati macht so falsche Dinge. Und dann erklärt er, dann ist das, der Buddha hat wirklich so hart gesprochen, diese Lehrrede. Und er war wirklich so geschämt und dann runter, Augen auf den Boden legen und dann ist so lange gewartet. Der Buddha hat gesagt, ich wünsche nur eines. Man soll nicht meinen Lehrer folgen, es ist nicht wichtig. Aber einzige, was der Mensch nicht tun soll, meine Lehre falsch erklären und falsche Lehre als meine Lehre verbinden. Sagt der bittete Buddha, oh Mönche, tue das nicht. Das ist nicht gut. Ja? Ihr könnt anderer Lehre folgen, ist okay. Meine Lehre braucht ihr nicht folgen. Aber einzige nicht, wenn ihr das nicht verstanden habt, nicht als meine Lehre das darstellen. Ja? Und da ist er diesen Lehrer gesagt, aber es ist, dann sagt er, das schlechteste Karma, was der Mensch tut. Das schlechteste Karma, was der Mensch tut. Die Lehre des Buddha, seine Lehre, falsch erklären und dann sagt es seine Lehre ist. Dass er Buddha-Lehre ist. Er sagt dann diese Lehre. Und deshalb ist immer wieder, wenn wir Dhamma erklären, immer zurück zum Lehrer gehen. Immer schauen, ob das, was das wirklich ist. Ja? Und immer wieder, wenn jemand nicht weiß, soll sagen, ja, ich weiß das nicht, ich werde das fragen. Ja? Und deshalb ist auch letztes Mal diese Geschichte, diese Lehrrede, wo der über Frauen gesprochen hat, der Gisela hat gefragt und dann, ich habe dann Mönch gefragt, er hat gesagt, er hat eine Antwort gegeben. Ja? Es gibt so, wir sollen nicht sagen, nein, der Buddha weiß ich, sage dann, ich weiß das nicht. Ich frage. Ich frage dich einen gelehrten Mönch, also erfahrenen Mönch. Und er hat dann sofort die Antwort gegeben. Ja. Er hat gesagt, das ist das. Ich nehme an, weil er das weiß. Ja. Deshalb habe ich gesagt, letztes Studiengruppe habe ich gesagt, die Piti, das Wort Piti. Ja. Piti heißt, das ist das Versicherung deutschen Sprache. Ja. Ich habe gesagt, das soll man schon wissen, was das ist. Ja. Woher das Wort kommt. Das ist, ich habe schon vermutet, dass dieses Wort so kommt, von Zücken kommt. Ja. Und das ist das wirklich so gekommen ist. Dieses. Und dann ist das später ist eigentlich das so geworden, ist später Entzücken und dann ist das Verzücken entstanden. Verzücken ist der Körper, ist das Körper, ist so etwas, so Körper, so die Bewegung, die innerkörperliche Bewegung, das heißt, wenn etwas passiert. Ja. Und das ist das, in Duden erklärt sehr schön. Ja. Ich habe die, so ein Wort, nehme ich als Duden rein, meine Lehre, ja, dass es drinnen gibt. Erklärt auch sehr schön. Und so ist das ist dann dieser Menschenarten. Und das wollte ich sagen, ihr könnt das wirklich lesen. Und noch einmal sage ich, Anguttara Nikaya, viertes Buch und dann Valahakavagga. Sehr, sehr schöne Erklärung gibt es, der Buddha erklärt. Und man kann auch sehr, sehr, sehr mit Freude, dass diese Sachen lesen.
weil er sehr schön mit den Beispielen und das erklärt. Gut, jetzt ist der Fragestunde. Ihr könnt ihr fragen. Die Stunde nicht, aber einige Fragen stellen. Bante? Also ich habe noch eine Frage. Also die habe ich jetzt schon ein bisschen länger mit mir rumgeschleppt. Also das war von der Sutta an Rahula. Und da steht, Rahula, entwecke Meditation über Nichtschönheit. Denn wenn du Meditation über Nichtschönheit entwickelst, wird jegliche Begierde überwunden. So, und ich habe es jetzt erstmal praktisch nicht verstanden, weil dann muss ich ja erst Schönheit kreiert haben. Weil es, Schönheit ist ja ein Konzept. So. Und dann habe ich dann vor dieser Schönheit Angst und mache mir die dann quasi in der Meditation hässlich, damit die Begierde aufhört. Weil das scheint mir so seltsam. Warum kann ich nicht vorher eingreifen und sagen, okay, also ich habe das Empfinden, das ist schön, da verwende ich ja auch Begriffe. Aber es ist nicht mir, nicht mein. Warum muss ich es dann nicht schön? Also ich habe umgekehrt jetzt die Erfahrung gemacht, wie Begriffe einem festlegen. Also ich habe in der Badewanne einen Käfer gefunden. Das war weit weg in einem anderen Land. Und da habe ich in der Badewanne einen Käfer gefunden. Und der kam da nicht mehr raus. Und dann dachte ich, ach du armer Käfer, ich helfe dir mit dem Papier und setze dich draußen hin. So. Und mitten in der Nacht habe ich Licht angemacht und da habe ich mindestens 50 von diesen Käfern gesehen, aber das waren Kakerlaken. So. Dann war es gut, weil ich wusste, der Käfer in der Badewanne, das war auch eine Kakerlake. Wäre ich da hingegangen und hätte gleich gewusst, es ist eine Kakerlake, hätte ich mich so geekelt, weil der Begriff Kakerlake ist einfach mit was Ekligem verbunden. Also, das heißt, also, wenn Kakerlaken kommen, dann ist es unrein. So, also ich habe es einfach gemerkt, wie verrückt. Ne? Nur dieser Begriff Kakerlake hat mich dazu gebracht, etwas unschön zu finden. So, und so ist es doch genauso mit den Begriffen. Ich setze mir Begriffe zusammen, die irgendwas als schön darstellen. So. Und dann mache ich das in der Meditation nicht schön. Oder ich habe es nicht verstanden. Was würdest du mir da empfehlen? Ja, das ist so. Der Rahula hat von der Erhabenen eigentlich für seine Entwicklung, er ist eigentlich 7 Jahre im Kloster gegangen. 7 bis 16 Jahre hat er eigentlich, der Buddha hat gesagt, er soll 7 Meditationsübungen, Kammatthana hat er gegeben, 7. 7 ist, dass sich dieser Rahula war, das Sutta erklärt, der Buddha. Am Ende hat er dann ist der Anapanasati, da gibt es auch eine Lehre, die heißt Nimitta. Nimitta Sutta. Eine wunderschöne Erklärung sagt der Buddha, wie der Rahula erklärt, wie der die Anicca Dukkha Anatta anschauen soll. Am Ende, das wirklich sagt, am Ende, der Erhabene hat das letzte Wort gesagt, im letzten Wort hat er Erleuchtung erlangt. Das ist sehr schön, diese Lehre. Nimitta heißt, Nimitta Sutta. Ja? Und das kannst du auch lesen. Aber hier bei deiner Frage, das ist der Unschön, das sagt auch, unschön ist das ein bisschen das schöne Übersetzung. Aber das gibt auch ein Widerlich, das manchmal wird gesagt, Asubha heißt das, Asubha Bhavana. Asubha Bhavana ist das Asubha Bhavana, das ist das, die Körperteile betrachten, das ist der, 32 Körperteile Beobachtung Ati, Maskin, Kai, Kesa, Loma, Naka, Danta. Und dann ist eigentlich das nicht schön, ist deshalb gekommen. Erst ist es widerlich. Ja? Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Das haben sie Anfang übersetzt. Aber es ist das, der Lauf der Zeit, ekelhaft ist das widerlich, widerlich ist das wieder unschön geworden. Ja? Unschön heißt eigentlich, schön ist das Wort. Das Wort schön beschreibt der Helmut Hecker. Das ist super, super, ist sehr schönes Buch geschrieben. Er hat das sehr schön geschrieben. Er hat etymologisch heißt, schön ist, schön hat das Wort hat nur mit Augen Verbindung. Ja, mit Sehen. Ja. Sehen.
Ja, das ist nicht von Hören sagen, Musik ist schön. Ja? Man sagt, aber ist richtig. Ja, es gibt eigenes Wort. Ja, das hast du, Entschuldigung, das hast du mal erklärt. Du hast gesagt, das ist anschauenswert. Ja? Anschauenswert. Das ist das so, dass ich dann dieser nicht, deshalb sage nicht schön, das sei nicht anschauenswert. Wenn zum Beispiel, deshalb sagt der Buddha, nicht ein einheitliches Thema, Atti Masmin Kai Kesa. Nimm das Kopfhaar weg, schau das genau. Dann siehst du, das ist nicht schön. Verstehst du, weil das ist das, wenn das Haar das an Kopf liegt, das, ja, dann ist das alles, das ist schön, das alles gemacht schön und verschiedene Dinge gemacht. Ist das ein, das in Einheit alles zusammen, ist okay. Aber dann nimmt dein Haar weg und schaut das, ob das schön ist. Ja? Anschauenswert ist das, das heißt das. Ist es nicht anschauenswert, nicht schön. Ja? Und das ist noch weiter beobachtet. Wenn das ist dein Haar, ist das eigentlich, wenn das Essen ist, ist das anders. Ja? Das ist weiter, alles anschauen. Das sagt der Buddha, nimmt raus. Kopfhaare nimmt raus. Ja? Dann sieht eigentlich Asubha. Asubha heißt, es ist nicht irgendetwas anhaftenswert. Ja? Das ist mein, das gehört. Du wirst nie sagen, zum Beispiel, Mann wird nie sagen, dann seine Zähne raus und dann ist das irgendwo raus, ist, dann sage ich, ist das dein oder dann ist mein nicht. Ja? Wenn du rausnimmst, dann schaut, sag, nein, aber das war in deinem Mund, ich glaube das nicht. No. Nimm das, du bist ein Zahnärztin, du weißt das. Schau, das ist mit Blut und alles, der Zahn, und sag, zeig, das ist das dein, ist das nicht. Das nicht. Ja? Und mein Zahnarzt ist ein sehr lieber Mensch. Ich habe einen Zahn rausgenommen. Er hat lange gesagt, nein, der braucht nicht. Das nicht. Ich habe einmal gesagt, das ist nicht. Er hat das angeschaut, das gesagt. Er hat mir gesagt, er hat mir das dann Bild gemacht, Röntgen, und dann vor mir gestellt, hat gesagt, das ist von dann sehr lange ist das bei dir, dieser Zahn. Nimm das in Abschied jetzt. Das kommt nicht mehr wieder zurück zu dir. War sehr schön. Ich habe das beobachtet. Ich habe gesagt, ja, du nimmst das von mir heute Abschied. So lange war ich in meinem Mund. Jetzt heute musst du da raus. Und dann, er hat mir nichts gesagt. Ich wollte das sehen. So lange habe ich das gepflegt alles. Wenn ich rauskomme mit dem Blut und alles, weißt du, dann wird die sagen, ach, das ist aber nichts. Das ist, obwohl das Zähne, ja, und wir haben sehr schöne Zähne, ja, wir haben das, ja, wir haben viel Muttermilch bekommen, ja, deshalb. Und das ist das, wenn da rauskommt, dieser, ja, das ist das nicht schön. Herz ist das so, gut, aber wenn du Herz rausnimmst, das schaut, ja, ist es nicht schön. Nicht schön heißt, nicht anschauen wert, das ist das. Ja? Auch andere Körperteile. Und das soll man so, nicht das eigentlich widerlegen oder das ablehnen und alles, die Realität. Realität ist so, Haut. Wenn du Haut rausnimmst, das ist, schau das in Haut so. Ja? Du wirst sagen, na, es ist aber nicht so, es stimmt, was der Buddha gesagt hat, super ist das. Und das auch das andere Körperteile. Ist alles so. Es ist nicht, wenn du einzelne Körperteile beobachtest. Ja. Das ist das, solange der Körper so existiert, man kann sagen, das ist schön, ist auch, dass Schönheit verliert irgendwann. Ja. Das ist das so, Haut war der glatt, weil die Haut war glatt, Laufe der Zeit. Ist das alt geworden, altes Körper, ist das glatte Haut, ist dann wirklich spalten, wie heißt das, entfalten geworden, falten. Und dann ist das schön ist nicht mehr. Weißt du, das ist das so, dass diese ist das der Rahula, das erste Übung war das eigentlich für ihn, Asubha. Ja? Asubha Bhavana. Und dann, das ist dann, erste war der Brahma Vihara. Brahma Vihara war der für ihn erste.
Brahmavihara Metta Karuna Mudita Upekha Ü. Und das zweite war der Asubha Bhavana. Asubha Bhavana deshalb, weil er als junger Mann 16, 17 Jahre und das hat der Körper sehr stark angehaftet. Und diese Anhaftung, um den Körper zu beseitigen, gibt es nur ein, das ist nicht ein Ablehnen der Körper. Aber der Körper zu erkennen, wie er wirklich ist. Ja? Solange der Körper zusammen sind, ja, das ist schön. Wenn er raus auseinander nimmt, ist nicht mehr schön. Mhm. Deshalb nimmt dieser Lehrer Körperteile auseinander. Beobachten. Er sagt nicht, das Körperbetrachtung zu üben. Körperbetrachtung üben auch, wenn du das siehst. Das schau, das ist dann Satipatthana-Methode, Körperübungen, ist auch mit diesen verbunden. Sogar geht das bis dann, der Navasitika heißt, der Leichen betrachten. 9 Tage, das ist der 9 Atem, das ist der eine. Ja? Das, so weit geht das. Und deshalb ist Asubha Bhavana ist etwas Schönes, weißt du, das ist Schönes, heißt, sehr, sehr wertvolle Übung ist das. Ja? Damit werden wir eigentlich der Person in einen Körper, nehmen wir weg. Wir haben, weißt du, das ist der Haare, Kopfhaare erzeugt eine Person in mir. Ja? Manche haben sie lange Haare, oh, Person. Ja? Manche haben die schöne Augen ist eine Person. Manche haben Zähne, das ist eine Person. Manche haben, das ist die schöne Hände, eine Person. Das heißt, in diesem Körper finden wir von verschiedenen Körperteilen eine Person. Ja? Manche haben die Person ist Augen. Weißt du, pflegen die Augen, schön die Augen, alle Möglichen. Aber sie finden, der Person ist das Sakai Ditti in den Augen. Ja? Manche haben den ganzen Körper ist eine Person. Ja? Es ist das so, das zu beseitigen, gibt es nur einzige Methode. Sakai Ditti, wenn jemand wirklich den Buddha, der Erleuchtungspfad, das erste Stufe der erreichen möchte, das soll der Körper richtig erkennen. Körper richtig erkennen, wie dieser Körper wirklich ist und damit auch eine Person dieser Körper rausnehmen. Sonst kannst du nicht, das ist dann der Erleuchtungsweg gehen. In einen Körper, eine Person, da geht es weiter. Du bleibst stehen. Ja? Deine Person soll dann von der Körper rausnehmen, ja. Ja? Von Haare, von den Zähnen, von diesen, von allen möglichen Dingen rausnehmen. Dann ist es leichter, dann bist du wirklich frei von Person. Wenn du frei wird von Person, dann Weg ist der leichter. Deshalb Sakkāya Ditti, erster ist das Überfesseln, Überwinden, Sanyojana. Ja? Und ich darf die, Entschuldigung. Ja, kannst du da fragen? Ich darf den Körper noch in seiner Funktion sehen, weil nur da ist er doch wirkungsvoll, in seiner Funktion. Wenn du sagst, ich nehme einzelne Teile raus, dann haben die ja nicht mehr ihre Funktion. Dann könntest du auch sagen, ich reiße das Herz raus. Oh, was für eine seltsame Masse. Ja? Also ohne Funktion. Ja, aber wenn alles zusammen ist, also ich verstehe einfach nicht dieses schön und hässlich oder Haut, alte Haut hat auch eine Funktion. Warum ist diese junge Haut schön? Also das sind doch lauter so Begriffe, die einem durcheinander bringen, oder? Das ist, dass wir reden über irgendeine Übersetzung und die Buddha-Lehre 2. Hm. Hat nicht gesagt, dass der Körper hässlich ist. Auch nicht gesagt, ist schön. Buddha hat gesagt, ihr sollt den Körper so erkennen, wie er wirklich ist. Mhm. Das wirklichkeitsgemäß etwas erkennen und dann schön und hässlich erkennen ist 2. Buddha erklärt nur, hässlich und schön zu sehen, sondern wirklichkeitsgemäß zu sehen, wie der Körper wirklich ist. Weißt du, das ist wichtig, dass der Körper so erkennen. Und dann zweitens, dass, wenn du sagst, das ist dann die Funktionen. Sogar sagt der Buddha, du musst diesen Körper pflegen. Es ist sehr wichtig, dass du dann zum Beispiel, dann, wenn ich sage, wenn die Zahn rausnimmt, das ist das mit dem Blut und ekelhaft und deshalb werde ich nicht Zähne putzen. Das wird noch schlimmer.
Ja. Dann leidest du selber und dann leidest auch von deinem Nachbarn. Ja, das sind alles besser pflegen, dass meine Aufgabe ist, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind und der Wirklichkeit gemäß erkannte Dinge richtig pflegen. Das ist meine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe. Ja? Die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, wie ich Wirklichkeit gemäß gesehenes Dinge richtig pflege. Deshalb bin ich auf die Welt gekommen. Weißt du, es ist nichts anzuhaften, nichts etwas der Schönerung, das ist etwas beherrlichen oder das nicht. Ich bin hierher gekommen, diese Dinge richtig zu erkennen, richtig erkannte Dinge richtig zu pflegen. Deshalb bin ich hier. Ja? Und es ist nicht dann einfach es gibt so, ich meine, das ist der Körper. Manche eigentlich Wirklichkeit, solche Dinge, das gehört, sie waren, sie sind diesem Beispiel Magandhi, glaube ich. Magandhi ist eine Königin, sie wollte nicht zum Buddha kommen, weil der Buddha so redet. Körper ist nicht etwas Schönes und das soll nichts als anhaben. Die wollte nicht. Sie hat gesagt, nein, ich gehe nicht zu ihm. Warum? Warum soll ich das hören von ihm? Ich brauche es nicht. Aber später ist er so gegangen. Und was da wirklich passiert ist, Buddha, ist er, sie kam, sie waren lange nicht. Und dann eines Tages, irgendeinen Grund kam sie. Und der Buddha hat mit seinen magischen Kräften, hat sie hinter ihm eine wunderschöne Frau, wie heißt das, gesaubert, ja? Das sehr schöne Frau. Und sie hat so eine Fächer genommen, der Buddha ist das immer so, wie heißt der Gefäß, ja? Und dann, die hat das erstaunlich angeschaut, der Buddha redet über das ist Schönheit und alles, aber hinter ihm, eine schöne Frau ist denn da. Wie sie staunend angeschaut. Und der Buddha hat immer gedacht, gewünscht, dass die Frau langsam wieder anders werden soll. Und dann jeden Moment, sie hat die angeschaut, jeden Moment ist das anders angeschaut, wieder sie ist anders geworden. Und am Ende, sie war wirklich, das ist so alt und alle möglichen Dinge. Sie hat gesagt, wo ist das für eine Frau jetzt? Aber der gleiche Frau, aber anders. Dann hat sie das dann verstanden, das ist das, was der Buddha sagt. Ja? Schönheit ist okay. Schönheit ist nicht anzuhaften. Schönheit ist die Schönheit. Man soll sie richtig erkennen, was ich für mich schön und Wirklichkeit gemäß erkennen, dass das schön ist. Und dann, wenn es Wirklichkeit gemäß erkannt hat, Schönheit pflegen. Ja? Aber nicht Schönheit, das ist das zum Beispiel, wenn du lange Haare, das ist das eigentlich Kesa Kalyan heißt in Indien. Kesa Kalyan heißt fünf Schönheiten gibt es, eine Frau zum Beispiel, Mann gibt es auch, Frau. Das erste ist eigentlich der Kesa Kalyan, langes Haar. Und dann ist das, wenn der sagt, das ist widerlich, ist dieser Haare und alles, sag nein, das musst du richtig erkennen. Von meinem letzten Leben habe ich etwas Gutes gemacht, deshalb habe ich dann diese Eigenschaften bekommen. Ich erkenne es, ich freue mich sehr. Diese Freude möchte ich auch anderen schenken. Nicht dann arrogant sein, nicht das überheblich werden, nicht das irgendetwas zu erreichen. Ich werde sehen, es ist ein gutes Karma, diese Wirkung ist diese. Ja? Und dann ist das, dann soll ich sagen, ich freue mich sehr, die Menschen freuen sich auch, wenn das sehe, ich hasse diese Dinge nicht. Meine Haare sind eigentlich nur deshalb hier, die Freude zu erwecken. Die anderen Freude. Ich pflege diese. Ich pflege diese Haare. Ja? Und das so einfach. Ich sage das Beispiel, sage ich. Das ist so, man soll schon
ist es Körper, mit dem Körper richtig umgehen lernen. Das ist so wichtig. Und das ist nicht Körper ist weder hässlich noch schön. Der Buddha hat nie gesagt, Körper ist. Er hat gesagt, nur dass Körper aus diesem besteht. Und damit das erklärt er, wie die Wirklichkeit gemäß zu erkennen. Buddha hat seine Lehren, dass sich dieser Patavi, dass sie Apu, Tejo, Vayu, alles erklärt der Buddha in Rahulvasutta. Sagt der Buddha, es ist alles da. Es ist nicht anzuhaften, das ist das da. Und das musst du aber pflegen. Pflege das ohne Anhaften. Ja? Und das ist der Manustattan Linga Sampatti. Da sagt der Buddha, es ist ein wunderbares Ereignis, wenn da jemand als Mensch geboren wird. Ja? Auch das ist dann der Glieder, das ist schon gut geboren werden. Glieder heißt Körperteil. Das ist, sagt der Buddha, ist ein sehr schön, etwas Gutes. Ja? Und er selber hat eigentlich die Schönheitsmerkmale 32 gehabt. Ja? 32 Körpermerkmale. Ja? Dass der Buddha hat selber gewusst, dass er Wirklichkeit eine wunderschöne Person war, dass er ein wunderschöner Buddha war. Ja? Und das ist erklärt auf Lehrreden, nicht nur er, die anderen, Wakkali ist auch sehr schön, diese Geschichte, Wakkali jetzt in Lehrrede gibt es. Er ist dann der Mönch, der sich dann Selbstmord gemacht hat, erleuchtet. Ja? Das ist der Wakkali. Ja, das ist sein Kopf, das ist geschnitten. Ja? Mhm. Und Wakkali, weil er krank war. Aber das ist sehr schöne Geschichte, dass der Wakkali hat immer den Buddhas Körper begeistert. Und er kommt und er saß in der Ecke und dann immer dann nicht Dhamma gehört, sondern Buddha Körper angeschaut. Wie er die Hände bewegt und dann wie er Blick und alle möglichen Dinge. Er hat sich so gefreut. Und dann sagt der Buddha, Wakkali, Himataya, Himaya, Putikaya, das ist mit den unreinen Dingen gefüllte Körper. Was ist, wofür ist das gut für dich? Warum schaut ihr das? Und dann sagt er sagt, das weiß ich so, Erhabener, aber so schön ist ihr Körper. Ja? Und er sagt, das sollte er nicht das tun. Und er hat sehr lange, aber mit dem Buddha, er hat so eine enge Verbindung mit Buddha, er hat gesprochen, Dhamma. Und am Ende, er ist krank geworden. Krank geworden und dann ist das Körper, es ist unerträglich Krankheit, es ist so schwer. Und die Mönche haben gesagt, Wakkali ist krank und geht er dann zum Buddha. Die Mönche haben gesagt, können Sie zu ihm kommen. Und gesagt, okay, ich komme zu ihm. Dann war die Gijjakuta Pampa, in Rajagaha. Gijjakuta ist das so da oben, Gaya-Berg. Ja? Und da oben. Und wo der Frank ist, ein Hintergrund hat dieser Gijjakuta. Da ist der Platz. Ja? Und dann ist das, Buddha geht und sagt, du musst deinen Körper loslassen. Ja, das erklärt er dann, alles erklärt. Und dann, er ist weggegangen und Buddha ist weggegangen wieder. Buddha hat gesagt, ich gehe dann andere Seite. Und dann, Buddha hat immer das ist dein Körper, über Körper gesprochen. Immer das weiter und weiter. Du musst das Körper beobachten, wie viel Körper ist das so alles. Und er hat schon angefangen, das zu machen. Und das war Krankheit sehr stark. Und dann hat er gesagt, ich will dorthin gehen, das ist Eingang, da ist der Mahakashyapa, ist das auch dann vermutet, dass sie dort gestorben ist. Das geht rein und dann ist das, er übt und übt, unerträglich, es war Krankheit und dann ja, das ist ein Gerät, ein Messer genommen und den Kopf, das Hals. Und beide gleichzeitig passiert dann, Erleuchtung und beides. Ja? Da ist es eine lange Diskussion, wie kann er das so machen, darüber rede ich nicht jetzt. Ja? Das ist eine andere Geschichte. Aber sage ich, dass er ist gestorben, dann die Mönche haben gesagt, da
Der Wackerli ist schon tot, er hat dann Selbstmord gemacht. Buddha ging dorthin, er hat gesehen, dass der Körper, das ist getrennt von dem Kopf, hat er gesehen. Und dann, Buddha hat das so angeschaut, da oben, das Himmelwesen, da ist das verschiedene, so wie Rauch, überall bewegt sich. Und dann sagt der Buddha, oh Mönche, könnt ihr das sehen, da überall ist dieser Rauch, das überall bewegt sich. Und dann sagt er, ja, sehe ich, euer Haben, was ist da? Oh, der Mara sucht das, wo der Wackeli geboren ist. Dann sagt er ist nicht mehr geboren, er ist sein Leben beendet. Ja? Und sagt der Buddha, der Mara kann nie finden, das wieder sein Leben. Ja? Er ist schon sein Leben beendet. Diese Wackeli-Lehrrede, der kann ihr auch lesen. Das wäre seine Lehrrede. Danke. Ante, darf ich noch eine Frage stellen? Ist noch Zeit? Und zwar, mich beschäftigt schon seit langem die bedingte Entstehung und von den 12 Stationen, die da in diesem Kreislauf sind, verstehe ich 11, aber eine nicht. Und das ist Bhava, wo es heißt Upadana Paccaya Bhavo und Bhava Paccaya Jati. Und also aus Aufgreifen entsteht Werden und aus Werden entsteht Geburt. Und bei Bhava verwirrt mich erstens, dass ich in verschiedenen Übersetzungen manchmal das als Sein und manchmal als Werden übersetzt finde, wo ich nicht genau weiß, was es ist. Und zweitens weiß ich nicht, also mir ist klar, dass aus Anhaften Geburt und Wiedergeburt entsteht, aber dieser Schritt dazwischen ist mir nicht klar. Und weil er mir nicht klar ist, kann ich ihn auch nicht persönlich jetzt nachvollziehen. Und da sozusagen ist das, was du zuerst gesagt hast, das Wissen nicht da und daher die Übung auch nicht da. Also es donnert nicht und es regnet nicht in dem Fall. Kannst du mich da bitte ein bisschen aushelfen? Werden, das ist übersetzt sagen, Bhava ist Werden. Werden, Werdeprozess. Ja. Werden ist etwas Geistiges. Ja? Das heißt, Upadana Paccaya Bhava, Upadana heißt auch Geistiges, festhalten. Festhalten erzeugt irgendetwas Werden. Das ist genauso die sprachlich sagen. Zum Beispiel, ich möchte gehen irgendwo hin. Ja? Ich gehe da in die U-Bahn-Station, ja, Hietzing. Und dann jemand fragt, das sagt, ich werde gehen. Ich werde gehen. Gehen funktioniert, wenn der Werden funktioniert. Weißt du? Ich werde gehen. Ja? Und das ist das etwas Geistiges. Das heißt, anhaften, festhalten, erzeugt dem Geist irgendetwas, eine Richtung, irgendetwas. Zum Beispiel, anhaften ist allgemein anhaften. Dieser anhaften erzeugt irgendwie eine geistige Formation, das ist das Werdeprozess, Werden. Und dieser Werdeprozess erzeugt dann Geburt. Ja? Das ist die Vorbereitung des Geistes, Geburt zu erzeugen. Ja? Und das ist das, ich kann das noch, wie der Abhidharma sagt, das ist das nächste Mal dir sagen, aber so ist das allgemein gesagt, Werdeprozess, das heißt, es wird etwas, und werden, das heißt gehen vorher, ich, dass sie dorthin gehen, aber Werdeprozess muss das sein, der Werden. Das ist alles zusammen, das sollte irgendeine geistige Vorbereitung sein. Geburt zu erreichen, das ist der Werden, Bhava. Ja? Bhava ist das ist unbedingt, das heißt unmittelbar, unbedingt. Erzeugt anhaften, irgendein Werte Geist. Der Geist ist Form etwas zu werden. Ja? Dieser Werteprozess entsteht. Und dann ist dieser Werteprozess endet mit Geburt. Geburt, das ist das, zum Beispiel, das Abhidharma erklärt sehr viele Chitta-Viti und alles. Weißt du, das ist das ein bisschen kompliziert. Ich kenne auch nicht dann gut der Abhidharma, aber sehr gut erklärt, dass die Werteprozess wieder funktioniert. Ja, dann ist dieser, das ist dann,
Weißt du, diese Javana Chitta, hast du gehört irgendwann Javana Chitta? Santirana, Vottabana und so gibt es so sieben prozessmäßige Entwicklung, wie der Geist geht. Ja? Und da ist eigentlich da erklärt, wie der Bhava entsteht. Und das kann ich Abhidharma kurz anschauen und dann sage ich dir, dass ich das, wie das wirklich ist. Ja? Wie funktioniert Bhava? Wer der Prozess? Ja, ich verstehe, was das sagt. Aber beschreiben, da genau beschreiben kann ich nicht jetzt. Ja. Ich, Bhava ist eigentlich so, immer wieder, wenn der Upadana da ist, Upadana festhalten, ist Form der Geist, etwas zu werden. Das heißt, Werdeprozess entsteht, werden. Und dieser Werdeprozess soll so sein, das beendet mit der Geburt. Weil ohne Werdeprozess, das ist das so. Das baut auf. Das heißt, Anhaften gleichsam Geburt entsteht nicht. Kann nicht entstehen. Weißt du, Anhaften soll noch das bearbeitet sein. Ja? Das heißt, richtig formen, das ist dann der Karma und alles zusammen, das bildet richtig auf, die Geburt zu erzeugen. Und das ist der Werdeprozess. Werdeprozess dann kann ich dann der nächste Mal nicht vergessen, frag mich. Ja? Ich, für mich auch wichtig. Ich erkläre das. Okay. Noch? Na, das ist toll. Zeit ist das. Die Ramlovada Sutta, sage ich, das ist eine sehr interessante Lehre, die wir lesen jetzt. Ja. Deshalb zum Beispiel letztes Mal, ich habe nicht gemerkt, die Zeit, ja. So viel Zeit genommen. Das war sehr, sehr, sehr intensiv, diese Lehre. Sehr intensiv. Weil der Buddha, es ist wirklich ganz genau, das ist sieben Kamatana gibt der Buddha, Srauna. Ja. Erstens ist das diese Brahma Vihara 4 und dann ist der Asubha Bhavana und dann gibt er dann, was gibt noch eine Lehre, ist das Anicca Sanya, das ist das, das heißt Brahma Vihara 4 Brahma Vihara und Asubha Bhavana 1, Anicca Sanya 1, das ist das 4, 2, 6, Anapanasati ist das 7. Siebente ist das ist der Eroshnjana. Ja? Das ist das sieben Kammatthane gibt dem Buddha, sind Arahula. Ja? Und das ist sehr, sehr interessant, wie der Buddha einen jungen Mann das ist eine Erleuchtung gebracht hat. Unglaublich, wie er das gemacht hat. Das ist das 7 Jahre beginnt. 7 Jahre hat das gibt dann Metta, Karuna, Mudita, Upekkha, Liebe, Mitgefühl, mit Freude. Gelassenheit, diese Übung zu machen. Wie lange der nächste gibt er dann, als er 13, 14 Jahre alt war, dann erklärt der Buddha wieder Asubha Bhavana, die Körper nicht anhaften. Und dann kommt der nächste, ist dann Anicca Sanya, das Vergänglichkeit beobachten, das ist alles ist nicht gleich bleiben. Dann sieht man dann jetzt, das 16. Lebensjahr hat er das, diese 6 Übungen gemacht. Ab 16. beginnt er dann, ist dann Anicca Sanya. Ja, Anapanasati. Anapanasati heißt, das ist wieder alles, das wie wirklich ist. Das. Alle erklärt das. Und am Ende, die andere Lehre, die Mitte Lehre, und dann ist die Erleuchtung erlangt. Er muss die Erleuchtung erlangt haben, weil er 19 oder so gewesen. 19 Jahre. Ja. Mit 19 hat er dann, das ist die Erleuchtung erlangt. Ja. Das ist gedauert eigentlich dann. Wie viele Jahre? 7 bis 19, ja. Das ist schon, schon eine lange Zeit, weil er mit Buddha so viele Aufmerksamkeit gegeben, so viel. Leider ist das ist dann, nachher ist dann nicht so viel. Ich weiß nicht, danach, ja, ich habe einmal gesucht, dass wann er da gestorben ist, auch schwer zu finden. Ja, Mahapajapati Gotami gibt. Yasodhara
ist auch nicht so einfach zu sehen, finden, ja. Wenn meine Väter sind gestorben, da muss dann eigentlich vor dem Buddha ist gestorben sein. Ja. Und sie waren nicht so lange. Ja. Weil das ist dann, erst im Konzil war dann der Rahula nicht dabei. Ananda war dabei. Aber die Rahula war nicht dabei. Ja, deshalb, das heißt, irgendwie, ich weiß nicht, ob der kein Interesse gehabt hat, vielleicht. Konzil, der erste Konzil kennt ihr das, ja. Ich war nicht dabei. Gut. Und wir sehen wieder am Dienstag. Montag sehen wir, wenn der geht, an der Theravada-Schule, das könnt ihr anschauen. Und einmal kann er mit Bernhard so eine, da ist eine Meditation, das können wir machen, aber danach ja, ist nicht so viel in der Fleischmarkt, die Meditation. Und wenn ihr aber kommen wollt, könnt ihr kommen. Das ist aber, viele sind aus Deutschland. Das geht nicht, aber macht nichts. Gut, dann machen wir eine kurze Meditation und dann beenden wir.